Diese Szenen, die gucken sie sich im Buchholz jetzt immer wieder an. Die deutsche Meisterschaft vor 4 Wochen und der Moment, als klar war, sie haben es geschafft. Sie haben sich gerade mal 2 Tage Trainingspause gegönnt. Danach ging es wieder zurück aufs Parkett. Cheftrainerin Franziska Becker prüft alle Feinheiten. Denn hinter seinem Auftritt steckt einiges an Arbeit. Allein bis die Choreografie steht, sind es mindestens 6 Monate. Natürlich kommt der Go immer von den Trainern, die Ideen, der Anfang, wo geht's lang. Und dann kommen aber auch ganz viel Rückmeldungen aus der Mannschaft. Geht, geht nicht, so besser. Und dadurch wird es natürlich am Ende auch ein Produkt, was aus uns allen kreiert ist. In Hongkong tanzen sie zwar die gleiche Choreografie wie bei der deutschen Meisterschaft, aber auch die muss immer wieder verbessert werden. Die Lateinformation von Blau-Weiß Buchholz, das ist ein Teamerfolg. Aus Tänzern, Familie, Unterstützern und Trainern. Ich glaube, ohne Trainer wird das nicht funktionieren. Also die Trainer, die bereiten uns vor, mental, auf das, was kommt. Dass wir wirklich die Trainings einfach das machen können, was wir im Training machen, ohne dass wir ausbrechen, zu nervös sind. Die helfen da wirklich. Und im Team, innerhalb des Teams, helfen uns auch gegenseitig, dass die Leute, die ein bisschen nervös sind, einfach in den Arm genommen werden und beruhigt werden und wir das dann als Team zusammen machen. 3-mal die Woche Training, vor den Wettkämpfen auch an den Wochenenden. Über die Jahre ist die Formation so etwas wie eine zweite Familie für viele geworden. Also da hat man Tänzer, die sind wirklich von klein an dabei und die sieht man ja auch aufwachsen. Und das begleitet man ja auch, ne? Die auf ihrem so auf dem Lebensweg. Und das ist natürlich schon eine sehr enge Bindung, die da entstehen kann. Die Tänzerinnen und Tänzer fühlen sich bereit für die Weltmeisterschaft. Also bisher sind wir, glaube ich, nicht so nervös. Also es fühlt sich sehr geschlossen an und ich glaube, wir gehen da mit sehr viel Willen, auch einem guten Selbstvertrauen rein und die Nerven halten sich bisher in Grenzen. Aber mal schauen, wie das ist, wenn wir dann wirklich da in der Halle stehen. Nervosität aktuell sehr niedrig, finde ich gut. Vorfreude ist riesig, weil es ist eine einmalige Sache, nach Asien zu fliegen, da eine Weltmeisterschaft zu tanzen. Vor allem in meinem ersten Jahr in diesem Team ist es wirklich eine Riesensache. Sie sind heiß drauf, dass es endlich losgeht, sagt die Trainerin. Und sie sind nicht nur dabei, sondern sie wollen mitkämpfen und dann auch das bestmögliche Ergebnis holen. Strahlen, selbstbewusst, ist alles da, abrufen. Okay? Let's go. Auf geht's.